Alles klar. Okay, Jungs. So, wir befinden uns hier in Finnland, in der Region von Südkarelien, auf der Insel Pielisjärvi. Und zwar haben die Russen vor einigen Tagen die kleine Insel hier besetzt, haben mobile Abschussrampen hier installiert und die Finnen haben uns um Hilfe gebeten. Die sind nämlich auf anderen Inseln schwer beschäftigt. Das heißt, wir werden versuchen, den Aufenthaltsort rauszufinden von diesen zwei Abschussrampen und werden sie nicht zerstören, sondern wir werden die Elektronik kaputt machen oder ja, die Elektronik zerstören und die Abschussrampen werden dann später von unseren eigenen Jungs abgeholt. Ja. Das heißt, wir müssen dazu in die Ortschaft Suma. Das soll sich ein Logistikdepot befinden von den Russen. In diesem Logistikdepot sollen sich Informationen über den Aufenthaltsort der Waffensysteme befinden. Laut unserem Informanten. Also gehen wir mal davon aus, dass das so stimmt. Das heißt, wir werden mit unserem UAV-Operator die genaue Position des Logistikstützpunkts ausmachen. Und auch die Mannstärke in etwa schon, dass er das schon einzeichnet. Danach werden wir der direkt dorthin verlegen, werden uns aufteilen in zwei Truppen, werden in zwei Truppen die Ortschaft angreifen, werden nach den Informationen suchen und danach hoffe ich mal, dass es weitergeht, damit wir genau die Informationen erhalten. Wir werden dann noch in dem Logistiklager alles zerstören, was an Logistikgütern dort ist. Das heißt Munitions-LKW, überhaupt alle LKWs oder Panzer, was halt dort rumsteht. Das wird unser Sprengmeister dann vermieden. Das jagen wir in die Luft. Und von dort aus wird dann neu geplant. Weil erst dann wissen wir ja, wo, wo die neuen Positionen sind, Abschusslampen. Sekundär ist, wenn wir noch Zeit haben, und irgendeine Aufgabe hat nicht bewältigen können, dass wir uns dorthin begeben zu dem rotmarkierten Bereich und werden dort noch eine kleine Aufklärung machen, weil die Stadt angeblich auch Patrouillen der Russen finden sollen. Auf Bild seht ihr ja oder habt ihr gesehen, wie das Ding aussieht, die mobile Abschussrampe. Wiederhole nochmal, die wird nicht gesprengt, da wird nur die Elektronik sabotiert, weil wir das Teil Spezialisten untersuchen lassen wollen. Was Logistik angeht, Munitionsträger und Frachträume haben wir. Die Fahrzeuge haben zwei Frachträume. Der Munitionsträger, falls wir einen haben sollten, kann natürlich so viel mitnehmen, wie er packt. Die Nachzügler dürfen das Teleportschild benutzen. Und was haben wir noch? AT-Schützen, Sanitäter, Sprengmeister, UAV-Operator und Munitionsträger haben die Erlaubnis, große Rucksäcke zu tragen. Alle anderen nehmen bitte die kleinen Rucksäcke. Führen kleine Rucksäcke mit sich. Long Range ist für die Truppführer gestattet. Frage zu Minen. Haben wir keine Informationen darüber, ob Minen, ob sich Minen im Operationsgebiet befinden. Das heißt, aber trotzdem immer aufpassen, wo er hintretet, wo er drüber fährt. Ihr wisst, wir haben in der letzten Mission schon mal das Problem gehabt, dass auf einmal eine Mine dargelegen hat. Also achtet ein bisschen drauf, ja? Ja. Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen? Viele Lager. Zivile Lage. Das hier ist eine ehemalige Holzfällerinsel. Hier war die Hauptindustrie, das war ein Holzfällerlager gewesen. Wenig Zivilbevölkerung. Im Zweiten Weltkrieg wurde das als Militärschutzpunkt noch teilweise genutzt. Das heißt, wir haben hier keine, also wenig bis gar keine Zivilisten vor Ort. Mit was für Feinsystemen und Feinstärke haben wir neben den Nuklearwaffen zu rechnen?
Also die Fallstärke dürfte recht groß sein, weil die Russen befinden sich schon einige Tage hier. Wir sind ja kurzfristig herbeordert worden, deswegen haben wir auch hier nur eine Notfallbasis. Also wir müssen da mit starkem Widerstand rechnen, auch mit gepanzerten Fahrzeugen. Wettervorhersage? Seht ihr ja, wie es draußen aussieht. Nebel, es wird wahrscheinlich teilweise auch mal regnen. Es donnert, also zieht euch warm an. Ja. Die Uniform ist Multicam, dass wir auch alle schön gleich aussehen, wie so ein Zirkushaufen. Ja, also denkt dran. Sonst noch irgendwas? Gut, wenn dann keine weiteren Fragen sind, je nachdem, wie euch der Trupp für eingeteilt hat, also zum Beispiel draußen, unten aus, ein Stock tiefer, und dann treffen wir uns draußen wieder. Abmarsch. Okay. Wo fahren wir eigentlich hin? Ist gelb unser oder blau? AP1. AB1 ist unser? Ich Nee, würde glaube nicht. sagen, wir haben die So, gelbe wir haben jetzt Linie. mal, wenn ihr einmal auf die Karte guckt, haben wir eine schwarze Route, der wir erstmal folgen, bis sie sich teilt. Oder? Nee. Bravo wird die blaue Route dann nehmen und ranfahren bis an den Compound, das haben wir einen für ihn. Wir fahren der gelben hinterher und geben erstmal Deckung, Deckungsfeuer, Unterstützungsfeuer auf das Logistiklager. Anschließend, sobald Bravo vorgerückt ist, ziehen wir nach ins Logistiklager rein. Frage, wie weit fahren wir der gelben Linie entlang? Bis zu diesem komischen, ich mache da den Haltepunkt jetzt gleich noch hin. Im Hinterhaltzeichen. Wer wollte fahren? Ben! Wer wollte fahren von euch? Ben! Ich weiß, dass ich Wir fahren will, fahren aber bis gerade hat jemand APA1. angeboten. Da fahren wir dann eine Ich habe gesagt, ich Deckung kann auffahren, wenn es bei dir gar nicht geht. Richtung Südost. Ja, wenn es gar nicht geht, kannst du übernehmen. Ja. Das sage ich dann aber auch. Aber ein bisschen Übung ist immer gut hier. Wir fahren ja nicht schnell. Stimmt, ich bin nicht überall. Bereite dich aufs echte Leben vor. Nicht Bordverkehr. Ich kann den aber Auto fahren, aber die Karre hier fahre ich zum ersten Mal. Ja, vor der Kurve ein bisschen. Ansonsten geht das Ding eigentlich. Ben, nicht 1:1 dieser gelben Linie nachfahren, immer ein bisschen Nachsicht. Das war der Schutzengel für heute, ja? Wie lange bist du noch vor Ort? Na, wenn du nicht Auto fährst, dann. Dann fahr ich halt nie. Oh, das hört sich geil. Der Seastrain kriegt hinten MG auf der Rampe. Wir haben auch vor. So, langsam, da vorne die stehen. Fuß entlang. Da heißt das es nicht. Das sind Heuballen. Alter! Hat mich gerade das mitgenommen. Zwei Stück, ja. Ben, denk dran, wir sind nicht unverwundbar, besonders in diesem Feld. Weiß. Du fährst dann irgend so einen Stein da vorne oder so. Ben, bist du noch da? Wenn er sagt, ja, bin ich. Fahr da mal ein Stück an die Kante, an den Stein. Und da hat er aussteigen gesagt. Nee, aussteigen.
Warte. Er hat aussteigen gesagt. Hallo, Kameraden. Dann einmal bitte eine Sicherung Richtung Feindbasis, Richtung Süd, Ost. Achso, das wollte ich mir nicht machen. So, wenn wir mit den Fahrzeugen fahren. Ich mach mal den Motor fahren, ne? Ich sehe hier keine Feindbasis. Wo ist mein Redman? Hier ist mein Redman. Hallo. Ich sehe hier wieder nur einen Busch, wie üblich. So, ich sehe von hier aus. Sehen Schein. Oh, ich sehe da jemanden, da hinten läuft jemand. Eine Person. Der ist böse. Jo. Auf 1162 Feindbasis. Okay, alle MGs mal schön ausrichten. Ihr seht ungefähr auf 110 Grad das Camp. Vor allen Dingen die MGs ausrichten und da schön Unterdrückungsfeuer leisten. Warten auf den Go. Check. Okay, ihr könnt schießen. Irgendeiner schießt da besser. Feind 114. War das ein Feind oder war das ein Zivilist? Der sah komisch aus. Ja. Sah aber aus wie ein Zivilist, oder? Ja, ich hab in dem Moment sie Da gibt's keine Zivilisten, Micha. Doch, das ist ein Zivilist. Das ist ein Offizier. Ach, stimmt, das ist ein Offizier, ja. Jetzt ist ein toter Offizier. Was ist denn das für ein Weichei da? Der schleicht sich da an. Ah ja, ja ja, 120, 122. Oh, hinter den Büschen. Die drei Büsche. Beim toten Baum. Oh, da sind viele tote Bäume. Das war nicht so gut. Da ist so vieles Totes irgendwie. Da hin in die Richtung. Na, einfach mal reinhalten. Da haben wir Thank you.
Jetzt ist er tot. Der hat ihn angeschlagen. Er hat auch die. Ich seh ihn aus. MG kommt gleich wieder an die Front. Jetzt geht er einfach pinkeln da, das gibt's ja wohl nicht. Er lässt hier das Mini-MG stehen, weißt du? Das Mini-MG. Ey, dafür kann ich sogar Kassine geben, ich meine, die halten 2 Sekunden. Oh Mann. Ich glaub, das war's schon. Oh, puff. Ging das auf uns, oder? Nee, das ist Alphas Mörder. Da gab's hier was. Oh, und Shikari wollte gerade wahrscheinlich. Die haben einen Mörser, die haben's aber schön. Die haben einen Mini-MG. Mörser haben. Das ist nicht so laut, am Ende hält das Shikari. Vor uns. Auf die Pfeife. Nee, aber hast du mich gerade angeschossen? Ich bin den Felsen gerade rauf. Ja, guck ich mir im Shadowplayer an. Ist okay, alle. Ja, komm, jetzt aber nicht. Und wie sieht's bei euch ja aus? Wir leben noch. Frage. Halt mal still, Big Barry. Darmschutz. Still halten, er hat schlecht. Er ist echt feinte. Warum? Ja. Oh, ich wollte nur was. Ich wollte nur was. Du sagst nicht wissen. Ich sehe da nicht. Da ist auch Naut. Vornaut. Aye. Er hat sich noch bewegt, der Offizier, das habe ich gesehen. Von der Seite kommt nicht zufällig irgendwas? Ich guck mal in die Richtung. Oder machst du das schon? Du kannst schon mal gucken, doch. So, einen von euch, wir halten jetzt die Position und gehen weiter in Deckung des Bravo an. Dass ein bisschen klarer rangerückt ist. Danach setzen wir auf und fahren gegenseitig die Scheune auf 80 Grad umher. Da fahren wir dann ran und dann lassen wir weiter vor. Ist heute Dienstag oder Samstag? Einfach Dienstag. Dienstag. Glaube ich. Ja, heute ist Dienstag. Ist dann im Haus noch einer da, neben dem... Das habe ich mir eben auch gedacht. Neben diesem gelben hier Handtuch. Oder... Da hängt eine Hose und ein Handtuch. Sag mir mal deine Richtung, auf die du gerade guckst. 118. Ah ja, die Schulter oder dieser Arm da. Ja, irgendwas ist da, ne? Ja, da ist jemand drin. Also, ich weiß nicht. Es bewegt sich, ja. Sag, ja, das kommt ganz zu euch, Micha. Sag mal, ungefähr wo? Wo? Da 118, das ist das rote Haus, da hängt eine Hose und ein gelbes Handtuch davor. Feindbewegung, Feind 120. Oh, ich hab ihn. Weit hin im Haus. Hat sie erledigt. Hat AT-Raketenwerfer. Ab jetzt Achtung, eigene sind jetzt im Gebiet. Warum ist vorgerückt?
Feinde gesichtet. 1, 2, 0. Rücken Richtung 118 vor. Sehe sie nicht. Nein, natürlich. Okay, alle raufsitzen. Wir fahren jetzt der gelben Route weiter daher zu HPA2. Was? Ich sitze? Alle? Sitzt du im Fahrzeug? Ja. MG-Schütze sitzt schon mal. Boah, ich mich raus aus dem Fahrzeug. Geschwindigkeit, wie so schnell ich bin. Hast du gehört? Ist aber, wir fahren 70. Zu der Scheune hier wollten wir, oder? Wo wollen wir hin? Absitzen, Fragezeichen? Ja, absitzen. Wo kommt das her, Leute? Ich sehe ihn nicht. Wenn ihr eine Richtung habt, bitte Bescheid geben. Der hockt vorne im Richtung 160 oder 161 müsste das sein. Bravo ist auch nicht bei den Fahrzeugen, ne? Ja, ich hab. Die sind noch nicht beim Fahrzeug, so wie es aussieht. Aber da stehen Panzer rum, wenn da einer einsteigt. Dann sorgt dafür, dass da niemand einsteigt. Okay, jetzt alle absitzen, wir rücken vor. Richtung Südost zur nächsten Häusergruppe. Marschreihenfolge ist dabei grün, blau, rot, gelb. Grün. Grün Standpunkt derzeit. In der Häuser, in der Schatten. Check, blau schließt auf. Ja. Ja, ich glaube rechts irgendwo war einer. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Das ist alles ein schweres MG oder ist dieser Officer halt einfach komplett? Ja, das ist 50er oder was? Das ist das Schwere, das da oben drauf ist. Nur hoch sichern und dann weiter Richtung Süden, Richtung Feindbasis. Ich hoffe, ihr wart es nicht, die den Zaun kaputt getreten habt, ne? Ja, Problem. Also das ist das MG vom Auto, ja? Salz, auf! Warte,
Ah, ja, ja, der kassiert. Egal, du bist Sunny, ja, wir brauchen dich. Verletzt? Ja. Ja, ich kümmere mich, Ben Kelly. Ich fahre hier. Halten, da warst du mitten im Getümmel. Ja, ich bin hier aktiv. Ich erkannte es dann wieder, weil du immer musst es kommen. Ja. Manchmal, wenn du die letzten hatten meine Katze. Jemand hat auf mich geschossen. Das gibt's ja gar nicht. Aber nicht getroffen. Ja. Und so geht's. Und so. Und warten hier, Freunde. In den Häusern hier in der Zeit sind bei Krümmung auch. Ich hatte einen Shukari gerade bereit, indem er gesagt hat, wir sind die Letzten. Ist da irgendein stationäres NG oder irgendwas? Ich sehe das nicht. Aussichert Richtung Südosten. Ja, könnte springen. Noch einer überhaupt. Ich hab noch einen. Oh, Junge, die Waffe ist der Träumchen. In der Blau? Was ist in Blau? Ah, hier ist Blau. Bingo, untersuchen wir mal. Grün kann weiter Richtung Südost vorrück. Achtung, Sturm zu scheiß, glaube ich. Ja, neu, ich rück Richtung Südosten vor. Ich komme. Du Opfer, so. Willkommen, ist Vodka auf, wenn wir kommen. Ist die Party vorbei, wenn wir kommen, gibt's eine Masse. Diese Stimme irgendwo. Hier ist einer. Ja, rechts hier am Haus. Oh oh. Zumindest ein Funkgerät ist hier. Wo sind die anderen hin? Wissen die, dass wir hier sind? Hier steht so ein Guff, ja, oder wie das Ding heißt. Ich glaube, das ist nur der Fahrzeug. Ja, das funkt aus.
Hat sich angehört wie ein 50er Kaliber. Ne, dieses Russen-Ding, das klingt so, aber... Ich glaub's, ne. Aber wie kann denn er uns, wenn er von hier geschossen hat? Entschuldigung. Ja, der hat uns durch Winde gesehen. Der hat uns eine ganz dicke Lese geschossen. Deshalb hab ich auf den zweiten Stock geschossen, weißt du? Wollte ich einmal nur wirklich gute Bordumsicherung aus. Weitermachen, Leute. Weitermachen, Leute. Oh, das wird aber schön graben. Ja, natürlich. Hey, Rekordzeit. Heute Morgen wieder schnell einen Kaffee getrunken. Das geht so schnell. Ja. Boah, Junge, was eine Aussicht. Ja, wir sind wieder Vorbildsoldaten hier, weißt du? Mhm. Ja, alleine hier, wo ist der Rest? Finnland und Schaufelgräben. Okay, dann alle mal auf die gebaut. Fahrzeuge aufsitzen und schon mal auf die Straße stellen. Mike, wir müssen Richtung dich allein lassen zum Sterben. Ich muss ja mich auch auf die Straße stellen. Ach so. Unsere Kiste hier? Danke bei dem Wetter. Ich wollte gerade sagen, siehst du schon. Ja, das ist unser? Okay. Oh, das ist eine abenteuerliche Parkposition. Geht aber gut, ne? Komm ich mit meinem Alter kaum hoch, du. Mal eben an die Seite zurück. So, Ah, was war das denn? Armer. Armer wieder. Bravo, brauchen wir einen kleinen Moment, aber für euch schon mal die Info. Wir fahren jetzt der spartanischen Route hinterher zur ersten feindlichen Raketenstellung. Wir übernehmen die violette Route, nachdem wir das Ende der Schwanzroute erreicht haben. Dort halten wir unsere Fahrzeuge und sitzen ab und greifen dann zusammen mit Bravo in einer Zangenbewegung das Lager an. Halten wir dann bei HP2? Wir halten bei HP2, richtig.
Und Bravo fährt wieder vor, oder? Richtig, verstanden. Dann ist gut, dass ich an die Seite gefahren bin. Dieser Raser. Warum wollen wir wieder hinterher? Hä? Was sagtest du? Diese Raser, die schonen Staatseigentum überhaupt nicht hier. Ist geländet, ey. Wie das Fahrzeug auch. Außer die LKWs, die sind da ein bisschen. Ja, die sind ein bisschen kippanfällig. Da brauchst du so. Schmeckt nach Herbst. Hier hinten. Ja, ist ein Hinderer. Ich kann gar nichts sagen. Mich hat was ein besseres. Kann ich gerade in der Pfütze stehen bleiben, da kriege ich nasse Füße. Stehen bleiben. Rollt auch, oder? Rollt on, nach. So, hier halten, alle absitzen. Und holen. Was soll man denn hier sichern in der Senke? Hier sind wir tot nach 3 Minuten. Pass auf, die Jungen, die können hier aus dem Roten kommen, ja? Ja. Oh, die stehen auf und dann kommen ja. Geh mal hinterm Baum und hinter dich, ja? Ah ja, den Sunny als Pitbull. Ja. Ist auch neu. Ja, du hast so viel Verbandssachen dabei. Ja, ich mach die mir jetzt schon mal rum. Das geht doch nicht durch, mein ich weiß. Gelb hat den Rückraum gesmoked, dass wir los können. Hier war die Farbe, die war schon wieder so komisch. Hab ich schon wieder vergessen. Ja, wir rennen einfach blau hinterher, ne? So war das. Blau geht. Wer kennt nicht die gute alte Blaufarbe? Warum müssen wir immer bei Scheißwetter in den Krieg ziehen? Wieder, wenn nichts mehr da. Oh, was ist denn das hier für ein Urwald? Feuerschaden, mit dem Grün. Er fährt in Kontakt Süd. Die haben mich alle getroffen, die Granaten. Nee, guck mal. Alter, ich hab doch mal angesagt. Ach du Scheiße. Mir tut irgendwas ganz doll weh. Ganz doll? Ach, ich glaube, angeschlagen. So verstanden. Alter, wozu sagt man es überhaupt? Ach, wir haben Feinde im Westen. Zwischen uns und Bravo. Guck mal, ich weiß gar nicht, wo ich überall stand. Ich stand in der fetter Deckung. Ich hab's auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, aber. Warte, ist das dann Feind? Ganz kurz warten. Ich glaub schon. Das ist, als wäre die direkt im Boden hier eingeschlagen.
Aber ich hab die nach vorne geworfen, im Rennen sogar. Ja, ja. Feindbeschuss, Nord, Ost, Ost. Na, ich hab die immer gesehen. Ich bin da vorne in dem Blau, immer hinterher. Das wird wieder eine Granate geworfen, Schukari. Drei Glück und alle sind tot. Eine kleine. Bist du noch da? Na, ich hab die großen geworfen. Sag doch, dass die auch was weht und nicht gut. Mike, wo ist er? Können wir? Gut, geht weiter, Mike. Alles klar, weiter geht's. Grün, die Straße ein Stückchen weiter runter, ist eine weitere Stellung. Dahin, wo ich. Das sieht man ja nicht, ne? Wir sind gut getan. Ich hab ja gesagt, wo ist denn weiter? Das ist nicht mehr laufen. Alles gut. Ja, Schikai muss ich auch kurz verbinden. Granate! Oh nee! Ich geh mal wieder weg, Granate, hat er gesagt. Gerade Darstellung Richtung Südost und feindliches gesuchtes Fahrzeug wurde gefunden. Da steht ein Panzer oder was das da ist? Oder was ist denn das da? Ja, ich glaube, das ist ein Scheiße. Positiv hier direkt Robotrate gemeldet, ZSU im Gefahren, auf die ATV. Dieses Ding absolut okay. Aktive ZSU? Aktive ZSU ist das, ja. Kann Gelb davor gehen und den Checkpoint sichern auf Osten? Kann da Sandin kurz mal mit mir vorbeikommen? Mike her! Wer hat sich? Geht's? Balkon. Okidoki auf dem Weg. BTR scheint nicht aktiv, wurde nicht befeuert. Dreht sich. Feuererlaubnis. BTR links der Straße, es scheint nicht aktiv zu sein. Die waren rechtzeitig. Die sind abgehauen, bevor es geknallt hatte. Ja. Nö, das war nichts. Aber anders hätten wir das Ding halt nicht. Ja. War ja auch mal ein Spiel, von daher nicht kurz gemacht. Ja, das ist halt direkt daneben, ne? Ist halt ärgerlich, aber wir haben noch einen Fall. Braucht noch irgendjemand. Auch wenn es nur Penin ist. Gelb, was geht denn bei euch nach?
werfen Leute einen Nate rum. Wieder direkt in den Boden? Ein Feind hat eine fallen gelassen, als er uns angegriffen hat. Alles gut. So verstanden, ich habe auch zwei Mann im Osten. Wo bist du denn hier? Bist du gut? Die Radarschüssel macht mir Angst, da die kommen gleich zu. Sicher. Sollen wir weiter vorrücken? Kurze Frage, sind wir unsere da im Bunker? So verstanden, ich bin's gerade. Ja, also. Da unten im Bunker. So verstanden. Rot, bitte die Straße Richtung Südwesten sichern. Achtung, eigene Rücken jetzt auch von. Bravo, hol die Stellung ein. Rot, die Straße bedreht um Südwesten. Bist du da? Südwest? Ja. Genau. Grün wartet auf weiter Befehl. Okay, dann einmal unsere Stellung abbauen und Richtung Hafenhütte 3. Fahrtrichtung ist bestimmt Richtung Nordost, würde ich mal behaupten. Tschüss. Warum wir uns aber irgendwie auch wieder anders aufstellen? Negativ, sie ist erstmal Richtung Südwesten und dann Richtung der Schwarzen. Das hier war, oder? Bist du jetzt immer noch da oben? Ne, ich bin wieder unten. Ich hab gerade drauf. Er ist nicht noch raus. Alle wieder drin? Ja. Und wieder hin. Vor uns im Auto steht einer drauf, ne? Alter, Bruder, ich hab dich bitte, ich will nicht mehr. Nein. Rutsch mir doch neben mir. Nee, das ist sorry, aber. Wow. Stein Norden.
Schütze, 8,8 Grad auf Turm. Derzeit nicht aggressiv. Das sieht uns ja nicht, ob der aggressiv ist. Das Ding ja auch, Mike. Oh. Ist der Turm überhaupt? Ja, wollte ich auch gerade, wo ist ein 8,8 ein Turm? Ich sehe nix. Ja, das war's jetzt. Ja, okay. Ich sehe da nix. Wie ist denn der Feuerstatus? Gelb. Hast du schon einen Turm gesehen? Ich nicht. Nee, ich sehe nur einen Player irgendwie ganz weiter hinten. Aber das ist ja nicht 8,8. Ich fand das Feuer kann feindlich werden, ja. Okay, wir rücken jetzt schon mal langsam Richtung Feindbasis vor. Sobald schon das Gelb, sobald gefeuert wird, aus allen Rohren macht Dreck. Also, wir, ihr habt den Vorwärtsplatz. Da werden wir auch mal laufen. Passt auf, irgendwo im Osten müsste ja noch ein Turm sein. Unbesetzt. Wie hast du dir das vorgestellt, Tor? Sollen wir rechtzeitig oder linksseitig erwähnen? Blau. Richtig. Alle, die sich da
Sani einmal zu der Rebe. Zielfahrzeug wieder gesichtet im Verstellung Richtung Ost. Sani bei Ben Carry benötigt. Also auch. Falsche Mega Richtung 33 Grad Nordost. Blau wieder fertig. Steckt eine Möglichkeit Richtung Nordost weiter vorrücken. Also einmal den von da aus einen Bogen gehen, dass wir aus Richtung Süden in die Compound, in die Gebäude eindringen können. Blau. Gerade die Bunkeranlage. Ist aber schon bitte gesicherte Gebäude markiert. Micha, während Jalek beschäftigt ist, machen wir beide. Ja, warte mal, hier kommen wir noch welche. Panzer, alles sofort bereit.
wir reingekommen sind. Kommt da weiter. Anderer Trupp kommt jetzt auch zu unserer ehemaligen alten Position, wo wir reingekommen sind. Ja, ne, AT-Position Richtung Nordost von Feststellung und Fahrzeug. Was will ich da treffen dann? Da kam plötzlich von hinten, ich weiß nicht, warum niemand was gesagt hat. Feind Richtung Nordwest. Nordwest? Wie sieht das für sich an? Ja, wir sind zu euch zurück, wir im Ausfall. Zählt bitte. Checkt bitte weiter sich an, alle Quallen und die Stellung. Der westlicher Compound wurde jetzt von Einheiten von Bravo übernommen. Mit Waffensystem wurde auch gekettet. An den gesamten Trupp, wir rücken nicht nur in den grün markierten Kreis ein und halten von dort aus sich auf. Tor, Elektronik zerstören. Positiv Frame. Ist schon belegt. Also, dem feindlichen Einwegraketenwerfer auf. Carry auf. Die Kuga, Micha? Ja. Ihr geht nach Nordwesten, bei dem äußersten Punkt 2G. Dort ist der Sunny von Alpha. Tor, du kannst Surf geben, sonst zerstört Elektronik. Komm mal, wo bist du? Links von dir. Ja, so. Oh, da kommt wieder Fahrzeug.
Digga. Helikopter, falsche Linie nach oben Richtung Westen. Was kommt? Eine zweite Karte. Kommt da? Wir sehen nicht mehr viel. Ich hab irgendwie so eine Granate übergebrochen. Da. Kannst du mal nach meinem kleinen Kratzer gucken? Nein, oh Gott, das ist gut. Oh, ich seh den nicht. Einige aus Nord. Ich bin ja versucht, meine Deckung aufzubauen. Ich verstehe das nicht. Erik, Panzer, Panzer! Panzer, komm jetzt raus aus dem Westen. Martin Jäger, die jetzt sind auf dem Gebäude, weil gerade Wart eigentlich bleiben. Martin, immer noch von Infanteriebeschuss. Kann das hier nicht mehr sehen, dass wir zu kriegen. 100 Meter. Einer auf jeden Fall da bleiben. Scharfschützen irgendwo. Die schießt doch auf uns die ganze Zeit.
Wohnjus-Raketenwerfer oder so und schaut dann auf das Fahrzeug nochmal bitte. Nicht so noch mit. Abgeleert. So verschieben können sie sich halt weg. Guga, bist du noch da irgendwo? Und, Status? Krieg mich nicht zu. Guga, ich bin jetzt zum Gistbrot. Perfekt. Am ehemaligen 2G. Heavy Tank dreht sich, Vorsicht! Richtung Südwest ausgerichtet. Schießt jetzt mit MG. Positionen auf den Gebäuden nicht mehr haltbar sind, runterkommen. Erik, hast du noch Tourniquet? Erik? Errol, wir müssen hier zurückziehen, wir können schon in der Alte. Habt ihr noch einen AT? Habt ihr noch irgendeine Tourniquet? Sonst bin ich gerade nicht runter. AT leer, Bonus-Raketen sind alle aufgebraucht. Wir müssen fahren, wir luchen. Das wird gut. Oh, Panzer, die MG ist nicht. Ist noch aktiv, ja. Der ist komplett unfähig anscheinend. Der wird aber gehittet worden. Und danach kümmerst du dich um die Leute drinnen. Jetzt kannst du ihn da weg. Komm mit. Einer verstorben, andere zwei sind eingeladen. Magischerweise wieder aufgestanden. Ja, Achtung, drinnen sitzt Micha, kritischer Patient, braucht Unterstützung. Genau. Ich bin ja gerade die ganze Zeit rumgelaufen, ich hab nur geschrieben, du Micha auch, ich habe sich so Energie gelassen. Ey, hau mal gut dran, nicht drüber, ne? Hau du gut dran, ich bin schon nicht. Ich hab komplett die Leute aus der Sonnenstelle. Jetzt kommst du alle raus. Ja, komm jetzt dran. Ja, da kriegt man die ganze Zeit. Los, wir warten alle auf euch. Ich hab mich voll verarscht gefühlt, Alter, als Break einfach gestorben ist und der Kegel quasi gespawnt ist. Ich glaube, das war der Zoll. Nee, ich hab keinen Respawn-Punkt in der Mission. Ja, wir sind auf dem Weg, aber ich bin leider verletzt. Dann spawnt man da rum. So, ja, okay. Ah, hi. Position markieren, wir kommen schon mit 20 Jahren. Wir sind hinter euch. Ich hab erstmal 8 Minuten im Gras gelegen.
Ja, da ist kein Respawn Point gesetzt. Ihr respawnt da, wo ihr gestorben seid. Du warst in meiner Nähe noch, ne? Ja. Ja. Ja, ich wollte da Tourniquets, aber die waren wieder alle weg, meine Tourniquets. Wir müssen uns. Hat einer von euch einen Keter? Kann einer von mir, von euch mir einen Keter drücken, bitte? Oh ja, ich drück dir eins. Wir müssen uns unsere Salis nochmal eichen, den Leuten die Tourniquets nicht zu mopsen. Ne, ich glaube, ich wenn du auf dem Boden liegst, ne, dann nehmen wir dir die schon ab. Also. Ja, aber wenn der Sani die abnimmt, hab ich dann keine mehr. Das war mein Problem. Ja, ja, richtig, aber ich meine jetzt. Achso, so meinst du das. Ich hab dir gesagt, dass du das. Aber ich werde, glaube ich, nicht lange durchhalten. Warum? Immer noch verletzt, oder? Ja, ja, und der 70er Jahre und. Ja, du bist aber alles in Ordnung. Abgebogen, du hast Dauerschmerzen zwar, aber das geht alles klar noch. Alles gut. Nimm dir mal Tourniquet am Blau ab, am linken Fuß. An beiden Füßen. Den Arm kannst du auch abnehmen. Dann ist das mit dem Schmerzen gleich weg, dann beruhigt dich gleich. Ich leg ihm nochmal eins auf. Da ging plötzlich die Welt unter irgendwie davon. In Schmerzen, entweder gibt der Sani dir gleich was oder du hältst ein bisschen durch. Ja. Ich schwunze, die krieg ich auch nochmal ein bisschen. Na, ist gut, ich muss hier gehen. Ich würde das nach vorne holen, mir den One-Use holen und noch immer ein Bein weg, anderes Bein weg, dann kommt der GAZ und ich lag die ganze Zeit. Du hast es dreimal, viermal über meine Leiche gelaufen. Ja, denk doch, manchmal sieht man Leute einfach nicht, ne? Manchmal bist du auch nicht mehr in unserer Gruppe. Jetzt können wir nehmen, eine Kur. Gescheitert war's, ich hab gar nicht. Ja, was? Das ist doch ein Mega, Bro, Alter.